So, wir haben einen fossilen Drachenknochen gekriegt, was klar war. Aber das Besondere, was wir gekriegt haben, ist eine Riesenseele. Ja, das große Mysterium, warum droppt ein uralter Drache eine Riesenseele? Da gibt es Theorien dazu, nämlich dass Aldia, also Vendriks Bruder, hat ja an Riesen rumexperimentiert. Das hat man in Aldias Keep gesehen, da lagen Leichen von Riesen in seinen Schlachterräumen. Und der Drachenschrein befindet sich ja hinter Aldias Keep. Und die wahre Seele des Drachen, das kann ich euch auch zeigen, haben wir ja auch schon gefunden. Nämlich in der Drachenerinnerung. So, erstmal Zaubereinstimmung. Ich hätte gerne meine Heilung wieder. So. Oh ja, und würde gerne hier meine Glocke wieder reinlegen. Mein Blitzschweiß und das Ding brauchen wir nicht mehr. Genau, wir haben jetzt fünf Riesenseelen, die wir brauchen für das nächste, was ich vorhabe. Und ja, hier die Seele, wo ist sie? Genau, Seele des uralten Drachen steht. Die Seele eines großen uralten Drachen, der majestätisch in der Tiefe des Schreins steht. Dieses mächtige Wesen steht und wartet auf alle, die ihn aufsuchen. Also ja, das haben wir damals aus der Drachenerinnerung geholt. Die Seele. Und die referenziert den Drachen, den wir gerade besiegt haben. Wobei das, was wir da gefunden haben, nicht gerade wie ein Drachenschrein aussah. Und da wir ja nur in die Vergangenheit reisen, nicht in die Zukunft, sieht es so aus, als ob der Drache, der früher mal wirklich im Schrein gewohnt hat, gestorben ist. Also von irgendwem getötet wurde. Und dass Aldia wohl mit seinen Riesenforschungen und allem einen Fake-Drachen erschaffen hat. Fast so ähnlich wie Guinevere in Anor Londo damals in Dark Souls 1. Nur, dass sie halt mit einem Schuss tot war, nicht wie der Drache. So, mit den gesammelten Seelen gehen wir mal zurück nach Majula. Geben noch ein paar Level-Ups aus. Bearer until. So. Ah, was steigern wir? Geschicklichkeit bin ich am Soft Cap, das heißt, das rentiert sich nicht mehr, weil ich nur alle 2 Stufen einen Punkt an Stärke. Also Geschicklichkeitsangriff. Also das hier kriege. Zauberei erhöht meine. Ich kriege auch nicht mal mehr Trefferpunkte auf diesem Cap, sehe ich gerade. Stärke würde meinen Stärkeangriff um 3 Punkte oder sogar 4 jeweils, also 3,5 würde ich sagen, pro Stufe pushen. Belastung würde halt meine Belastung erhöhen. Konstitution wäre nicht schlecht. Oder noch ein bisschen mehr Lebenspunkte, wobei die Lebenspunkte schon recht hoch sind. Wille, dann werden wir besser geheilt. Und kriegen auch mehr Resistenzen und höhere Zaubergeschwindigkeit. Das wäre noch eine Alternative. Bei Int wäre es ähnlich, nur dass wir halt die geringeren Abwehrsachen, also gerade Magieabwehr, was noch nur bei 100 ist bei uns. Und Finsterabwehr. Finsterabwehr steigt bei Wille nämlich fast gar nicht mehr. Zauberei, ja, steigert unsere Zaubergeschwindigkeit oder unsere Fluchresistenz und Beweglichkeit. Belastung brauchen wir nicht steigern. Wenn dann eher lieber ein bisschen mehr Ausdauer selber. Ne, ich gehe mal auf Int. 20 Int können nicht schaden, vor allem beim Endkampf nachher. Weil wir es da mit Magie, vor allem mit Hexereien zu tun bekommen werden. So. Jetzt, da wir die Riesenfürsten sehen haben, müssen wir zurück.
Genau, in die Gruft der Untoten. In den Untotengraben. Denn jetzt nehmen wir uns König Wendrick vor. Die Riesenseen haben eine besondere Bedeutung für König Wendrick, den Kampf gegen König Wendrick. Denn sie schwächen ihn. Der Zorn der Riesen, der noch in diesen Seen wohnt, schwächen den König. Und ja, hier dürfen wir dich einfach vorstürmen. Sondern müssen uns erst einmal um die drei hier kümmern, sonst haben wir es nämlich wieder mit Geistern zu tun. So, tschüss. Und jetzt können wir uns um die beiden kümmern. Die werden natürlich wieder beide gleichzeitig kommen und ihren Schild gegen uns einsetzen. So. Gegen einen haben wir bessere Chancen, weil den können wir backstabben, wenn wir hinter ihn kommen. So. Geht's auch. Klerikerglocke. Hochheilen. Und ja, Wendrick ist ein nicht zu unterschätzender Boss, jedenfalls in Scholar of the First Sin nicht. Auch wenn er ein ziemlich lahmer Untoter geworden ist. Genau. Ja. Er hat einen ziemlichen Umf und ich weiß auch, warum er den hatte. Ich habe nämlich vergessen, den Ring zu wechseln. Mir fehlt es an Rüstungsresistenz. Und ja, Human Effigies haben wir definitiv genug. Noch für den Endkampf und alles, was wir noch bestreiten wollen. Hätten wir die 5 Riesenseen übrigens nicht, wäre Wendrick unbesiegbar oder fast unbesiegbar. Er hätte eine Schadensreduktion von, glaube ich, 80%. Was ziemlich viel ist. Au. Wie gewalttätig. Was halt einfach ist, ist hinter Wendrick zu kommen und dort ein bisschen in Sicherheit zu sein. Hi, Jungs. Ja, ich weiß, ihr seid böse. So. Das will ich auch gar nicht bestreiten, denn ihr seid immer böse. Egal wie weit ich euch runterprügel. Heilen. So.
Und dann versuche ich ihn mal lieber mit Schild zu besiegen. Das war falsch, das war doch der Heilzauber. Weil man kann seine Angriffe einigermaßen blocken. Auch wenn man ihn eher ausweichen sollte. Ja, ausweichen ist besser. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe übers Blocken. Au. Und darüber, dass er ein einfacher Boss ist. Bendrick war nicht umsonst der König. Wir nehmen mal Abstand von ihm, weil... Sonst ist die Wand im Weg. Au. Und ja, immer schön auf die Ausdauer achten. Wendrick ist ja auch recht groß für seine Verhältnisse als Mensch, wenn man ihn als Menschen bezeichnen kann. Aber ja, wir kriegen ihn jetzt. Jetzt war ich vielleicht zu gierig. Oh, jetzt dürfte es etwas ungemütlicher werden. Nein, wir haben ihn erwischt. Dafür kriegen wir einen Haufen Seelen, aber erstmal nichts weiter. Vorher müssen wir was anderes tun, was mich wieder nerven wird. So. Wir reisen nämlich jetzt zurück zum Schrein von Amarna. Dumm, dumm, dumm. Und zwar zu den zerfallenen Ruinen. So. Erstmal muss sie weg. Da muss sie weg. Und das Beste, ohne zu sterben. Ah, da muss noch er hier weg. Ja, er... Oh. Viel Zeug. Zum Glück ist er ein alter Ritter, kein Drachenwächter. Sonst hätten wir mehr Schwierigkeiten, weil sonst hätte er uns schon längst umgebracht. Oh, ein Menschenbild. Das ist nicht schlecht. Ah. Ja, ist gut. Bist du fertig? Da drüben ist noch wer. Ach so, die versteckt sich da hinten.